Insekten. Ja, wie ihr seht, bin ich hier umzingelt von Anglerfischen. Hallo meine lieben guten Freunde des guten Gameplays, ich bin's, Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt, und spitzmäßig, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Hier, das ist der Teaser zu der Schlacht nachher. Die Arena ist fertig, die Unterwasser-Arena, und wir werden dann nachher ein paar Tierchen antreten lassen. Ja, wie ihr seht, bin ich hier umzingelt von Anglerfischen, und als Special Gast ist dabei die Zoe, die ihr vielleicht durch das Interview über die Base-Vorstellung vielleicht schon kennengelernt habt, die Stimme. Hallo, Zoe. Hallöchen, Alex. Schön, dass du hier bist. Ups. Immer gern. Und sie kümmert sich um den Mososaurus. Genau. Kannst du den mal auf aggressiv stellen? Klar. Und dann am besten die Tür aufmachen. Uiuiuiuiui. Warte, jetzt muss ich mal kurz fragen, wie geht aggressiv? Das Tierchen angucken, E gedrückt halten und dann steht da irgendwo Set to Aggressive. Oder muss näher schwimmen, wenn er mich noch anlassen würde. Ja, der nimmt viel Platz ein. Ja. Ja, Frauen und Einparken, ne? Ist nicht so einfach mit einem Mosasaurus. Ach, jetzt klar, das, als würde das an dem Tier liegen. Ne, der Bademeister ist auch ersoffen. Wegen der Badehose. Will ich jetzt auch behaupten an der Stelle. Ja klar, wenn er eine Blechbadehose anhat, macht man auch nicht. Männer und Technik. Genau. Es heißt ja immer Frauen und Technik, aber ich sag oft genug, Männer und Technik, die haben es selber nicht drauf. Die meckern über uns Frauen, aber selber können sie es nicht besser. Jetzt sind sie beide eingeschlagen. Okay, der Spino hat keine Lust mehr. Der will einfach nicht mehr. Ja, und wie es weitergeht, gegen welche Tierchen wir noch hier den Mososaurus antreten lassen, das seht ihr dann natürlich im finalen Video heute Abend. Merkt euch jetzt mal auf für die Zukunft. Mittwoch ist Battletag bei mir. Also ich werde da eine feste Tag einführen. Nicht Uhrzeit, aber Tag. Also der feste Tag ist dann jetzt demnächst Mittwoch. Mittwoch heißt es Kampfarena, Unterwasserkampfarena oder die normale Kampfarena. Demnächst werde ich auch eine Luftarena bauen, wurde ja gewünscht. Da überlege ich mir nochmal was, welche Tierchen wir dort antreten lassen können. Mal schauen. Aber ich sag euch, es lohnt sich nachher, die Unterwasserkampfarena oder den ersten Kampf heute Abend zu schauen. Bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Alex Bootes von DGZ. Ich bin immer für euch da und schaut mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.